Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema und warum es den VUSR gibt. Pauschalreiserichtlinie. Bevor der Professor Vogel gleich hier einsteigt, dieses Gesetz, und das habe ich mehrfach gesagt, wenn man es wirklich Wort für Wort liest, das weiß ich auch von Frau Dr. Töhle, geht eigentlich nicht. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten. Wenn wir uns da richtig festklammern am Gesetz, funktioniert das nicht. Ich weiß aber, dass nach Lösungen gesucht worden ist. Der DAV hat einen Arbeitskreis gegründet, eine Arbeitsgemeinschaft, damit das für uns leichter wird. Man merkt an diesem Gesetz, dass man uns gar nicht beachtet hat. Wer sind die Gewinner dieser Richtlinie? Nicht die Onliner, noch nicht. Sie werden es mal irgendwann sein, aber die haben auch damit zu kämpfen, wird Herr Buller gleich was zu sagen, hoffe ich. Ne? Michi, doch, ne? Du. Also das ist nicht so, dass die da sitzen und sagen, Herr Jähr, wir sind jetzt ab 1.7., die Leute brauchen nur klicken. Blödsinn, das kommt vielleicht mal, das kann sein. Es wurde eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und das Gesetz ist ja diesem DAV und ASR und weiß ja Kuckuck, wie sie alle heißen, das ist denen ja nicht erst seit gestern bekannt. Das ist denen ja schon ganz lange bekannt. Und wir sind jetzt 10 Tage vor der Umsetzung und hier sitzen jetzt Reisebüros. Wer hat denn überhaupt jetzt schon mal so Worst Case geübt? Ja, und ich schwöre, die arbeiten alle, ohne es wirklich zu wissen, mit Bevotec. Ja, das ist ja was? Was? Der schlimmste anzunehmende Fall. Entschuldige bitte, auch manchmal, ich? Das war ein Test. Mein Freund Sascha, weißt du? Wollte mich wieder aus der Ruhe bringen, hast du auch geschafft. Kostet doppelte Sponsoring. Guck mal, ich habe schon wieder Schweiß. Nein, ernsthaft jetzt. So, der Herr Koller, es gibt natürlich auch andere Firmen, Amadeus und so weiter und so fort, Trefix, Schmetterling, also Argus und so weiter. Alles schick, alles schön. Wir haben darauf gewartet, dass da was passiert. Alle haben wir darauf gewartet. Die Onliner machen ihre Technik, auch in Ordnung. Und plötzlich merkt man, oh, da gibt es Schwierigkeiten. Auch die Veranstalter haben Schwierigkeiten. Und plötzlich wird das Gesetz gebogen. Das heißt, da werden gewillkürte Pauschalreisen ins Leben gerufen, was ich ja grundsätzlich gar nicht so schlimm finde. Das ist ja alles eine Hilfe, aber die helfen ja uns, weil sie unseren Umsatz nicht verlieren wollen, weil noch sind die Reiseveranstalter, die Großen, nicht so weit, dass sie auf den Fremdvertrieb, nenne ich ihn immer, auf die Reisebüros verzichten können. Also müssen wir ja ihnen irgendwie das Leben leichter machen. Und mit dieser Pauschalreise, das ist das Formular, was am leichtesten geht. So, wir buchen alle eine Pauschalreise, das Formular kommt raus und also sind wir fröhlich und für den Kunden ist es auch das Beste. Aber unser Mehrwert der Reisebüros, und das müsst ihr euch bitte klar machen, ist an sich die verbundene Reiseleistung und die ist kein Hexenwerk. Das Problem ist nur, die Formulare muss man selber ziehen, die kriege ich nicht geliefert. Aber das Bausteingeschäft und wirklich, und ich weiß, einige machen nur Pauschalreise, ist auch in Ordnung. Aber es gibt viele, auch bei uns im Verband, die machen ihr Geld mit Bausteinreisen oder verbundener Reiseleistung. Jetzt wird es erschwert durch diese gewillkürte Pauschalreise. Und zwar in der Gestalt, das haben wir heute Morgen noch besprochen, du buchst ein TUI-Hotel. Du hast ja gar keine Möglichkeit mehr bei TUI, wenn ich das richtig weiß. Bitte, man möge mich verbessern. Du kriegst ja dieses Pluspaket sofort dabei. So, das ist eine Pauschalreise. Der schmeißt dir das Formular raus, dann hast du die erste Pauschalreise. Du buchst einen Flug dabei, hast Pauschalreise plus Einzelleistung. Buchst du einen Flug bei TUI, der Tour Operator ist, dann hast du wieder eine Pauschalreise, eine echte. Das muss man ja immer unterscheiden. Und ich frage mich jetzt, und da hoffe ich eben, dass Professor Vogel da auch Antworten gibt. Ja, das ist eine gute Idee mit der gewillkürten Pauschalreise. Das machen sie ja jetzt fast alle. FTI hat sich noch nicht geäußert und noch ein paar andere. Was passiert, wenn ein Fall vor Gericht landet und der Richter, der wird nicht sagen, ach so, die TUI hat Ihnen gesagt, aber was steht denn im Gesetz? Und da sehe ich die Gefahr, dass man das regeln muss. Es gibt eine ganz einfache Lösung nach meiner Meinung. Ich bin da immer einfach gestrickt. Liebe TUI, mach einen Agenturvertrag, schreib rein, wir übernehmen die Haftung für unser Handeln, auch für unsere Reisemittler. So, und jetzt kommt jemand auf dem technischen Markt, wie Bevotec, der sich losgelöst hat, irgendwie, weil er gesagt hat, ich
Ich weiß nicht, ob es stimmt, Bernhard möge mich verbessern, aber ich kenne ihn ziemlich gut oder er ist ja auch schon lange mit mir und dem VUSR verbandelt. Das bitte ich nicht falsch zu verstehen, Martina. oh Gott. Auf jeden Fall. Der gesagt hat, meine Zeit ist zu kostbar, um im DRV zu sitzen und Kaffee zu trinken. Wir müssen ja lösungsorientiert, das Gesetz ist Mist, wissen wir alle, aber du musst doch jetzt Lösungen finden. Irgendwas muss man doch jetzt machen. So. Und dann hat er sich, und das war clever, aber das ist er ja sowieso, mit Reisebüros auch in Verbindung gesetzt. Oder er arbeitete mit Reisebüros und hat sich ausgetauscht. Und das nicht nur 2 Wochen lang, sondern über Monate. Er hat vor, ich glaube 3 Monaten war es in Frankfurt oder 4 Monaten, hat er das vorgestellt. Das hat auch bei unseren Juristen für ein bisschen, ich nenne es mal, Unmut gesorgt. Aber es war doch eine Lösung. Ja, es ist auch wieder dünnes Eis, kann man so und so drüber denken, aber er tauscht sich aus und wenn man sich jetzt die Berichte anguckt in den Medien, fällt plötzlich auf, der Streitpunkt, wann ist das Formular rauszugeben, wann immer, guckt man sich das Gesetz an und ich möchte den Professor Vogel bitten, mich zu verbessern, wenn ich jetzt was Falsches sage. Im Gesetz steht, du musst aufklären über die juristischen Feinheiten und dann das Formblatt ausgeben. So, auf diesem Formblatt muss man auch noch ein bisschen was ausfüllen. Und zwar unter anderem den Insolvenzverwalter des Veranstalters. Den Insolvenzversicherer, nicht Verwalter, Gottes Willen. So, woher weiß ich denn in dem Moment, wo ich den Kunden aufkläre, was der bucht? Habe ich eine Glaskugel am Schreibtisch oder wie soll das gehen? So, jetzt hat er aber eine Lösung gefunden, wie ich finde, die juristisch vertretbar ist. Aber das ist genau dasselbe wie die TUI mit der gewillkürten Pauschalreise, was ich vorhin erklärt habe. Das ist auch nicht hundertprozentig sicher. Das sagt sogar der Gutachterersteller, der Professor Staudinger schreibt ja auch und sagt auch, das ist meine juristische Auflösung. Ob das stimmt, das weiß ich auch nicht. Das wird man bei Gericht sehen. Und ich finde, irgendwie müssen wir anfangen zu arbeiten am 1.7. Es muss doch weitergehen. Man kann doch nicht, weiß ich nicht, sich da hinstellen und sagen, das ist alles doof. Und wir als Verband, wir bleiben da auch am Ball. Ich würde jetzt nie sagen, Bevotec ist das Beste und das muss man machen. Nein, das kann ich auch gar nicht sagen. Wir können euch nur zeigen, was es gibt. Und ich habe mir gewünscht heute, wir haben selbstverständlich den DAV Herrn Althoff, der da zuständig ist, eingeladen. Keine Antwort, noch nicht mal eine Absage, aber das ist kein Mitleben. Herr Professor Staudinger, den ich auch gerne hier gehabt hätte, der hat wenigstens geantwortet. Absage. Ich habe auch aufgrund der Berichterstattung in der FVW jeden gebeten, der dieses Ding kritisiert, hier hinzukommen und den Austausch zu suchen. Bitte, wo sind Sie? Warum kann man sich der Diskussion nicht stellen? Und ich denke, das ist traurig, aber wird wahrscheinlich noch was kommen. Ich habe jetzt gehört, Panama geht nächste Woche live, keine Ahnung, ob es stimmt. Ich glaube, Schmetterling ist ja hier, Argus, da kann der Steffen Knapp vielleicht nachher was zu sagen. Geht auch, wird auch eine technische Lösung haben, ja, wird auch wahrscheinlich nächste Woche. Sie kommen jetzt alle nach und nach, nur ich frage mich und ganz ernsthaft, findet er das nicht alle ein bisschen spät, so kurz vor knapp? Wir müssen uns doch auch dran gewöhnen. Aber gut, es ist, wie es ist. Man muss auch nicht zurückgucken, man muss nach vorne gucken. Wir werden weiterhin in der Politik die Evaluierung forcieren. Das heißt, dass es Verbesserungen gibt. Und ich bitte, da könnt ihr euch drauf verlassen. Es wird diese Rücknahme eines Gesetzes, das können wir vergessen. Das habe selbst ich begriffen. Aber was sicherlich gehen wird, ein paar Verbesserungen. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, gestern hat mich unser gemeinsamer Freund Ralf Benkö angerufen. Der hat auch den Michael Buller angeschrieben. Michi, hast du die Mail gesehen? Ich soll dir das nochmal sagen. Genau. Der hat mich also angerufen das erste Mal vor ein paar Wochen und sagt, Maria, kannst du mir mal die Pauschalreise in 3 Sätzen erklären? Ich sage, ja, ganz sicher. Auf gar keinen Fall. Und daraufhin, ich sage, das geht nicht, muss ich mit beschäftigen. Dann hat er mich turnusmäßig so alle 14 Tage und hat dann immer gesagt, du, entschuldige mal, wo ist denn jetzt der Vorteil für den Kunden bei einer verbundenen Reiseleistung? Du, sage ich, wenn das Reisebüro einen Fehler macht, dann haftet das Reisebüro. Das wäre der Vorteil für den Kunden. Aber ich sage, du kannst ja schon mal sicher sein, beim VUSR sind sie alle gut geschult. Brauchst keine Angst haben, sage ich, alle. Und dann sagt er, nee, ich war beim Justizministerium, habe mir das runtergeladen. Aber sagt er, das ist ja so ein Unsinn, dieses Gesetz. Warum hat man es nicht gelassen wie vorher? Man wollte doch die Onliner treffen. Du, sag ich, da rufst du am besten Michael Buller an, der erklärt dir das dann. Weil der lacht nämlich darüber mittlerweile. Und da hat er gesagt, wie? Was haben denn die Onliner jetzt für Nachteile? Ich sag, die haben genau die gleichen Probleme wie wir. Im Grunde genommen. Habt ihr ja auch.
Oder sehe ich das falsch? Er wird da gleich was zu sagen. Er drückt das vielleicht etwas anders aus. Aber im Grunde ist das so. Die Onliner wollte man treffen, Reisebüros hat man hinten rüberfallen lassen, gerade in Deutschland. Und ich behaupte, beweisen, das war gewollt. Wer nämlich ist der Gewinner dieser Pauschalreiserichtlinie des neuen Reisegesetzes? Wer braucht sich überhaupt gar keine Sorgen machen? Der sitzt da ganz relaxed am 1.7. und sagt, so. Und das ist unser Vorteil und unser Mehrwert ist tatsächlich im Moment, das sage ich jetzt nochmal ganz deutlich, die persönliche Ansprache an den Kunden. Ich werde Sorge dafür tragen, soweit es in meiner Macht steht, dass wir marketingtechnisch, werbetechnisch immer wieder auftauchen. Gehen Sie in ein VUSR-Büro, gehen Sie, machen Sie, wir haben ja diese komische Karte da auf unserer Webseite, da ist ja diese Punkte. Das werde ich tun, das mache ich für die Mitglieder, das ist richtig. Und wir haben natürlich, darauf warten wir, das haben unsere Juristen auch immer gesagt, wer vom VUSR eine Abmahnung kriegt oder eine Klage, der möge sie uns schicken. Wir haben eine Kriegskasse, ich weiß noch nicht, ob wir die noch richtig füllen, aber dann werden wir die Kosten gemeinsam tragen, irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden es schaffen. Weil ob Rechtsschutzversicherungen die Fälle übernehmen, das weiß nämlich auch noch keiner. Versicherungen sind da auch, also all diese Dinge sind noch ungeklärt. Und ich sage nur, wir müssen anfangen am 1.7. zu arbeiten. Wir sollten uns so gut es geht ans Gesetz halten. Und ich glaube, dass der Herr Koller gleich in seinem Workshop nochmal erklären wird, wo die Vorteile liegen, wenn man damit arbeitet. Und dann werden wir weitersehen. Und wer das nicht machen möchte oder wer das kritisiert, dann soll das sagen. Man kann sich doch austauschen. Wo ist das Problem? Ich glaube, jetzt bin ich durch. Jetzt könnt ihr wieder aufwachen.